Es ist ja so, dass ich bei meinen Konzerten immer Leute frage, das Publikum immer frage, hat jemand noch einen Wunsch? Und nächste Woche spiele ich in Erlangen. In Erlangen ist es immer sehr interessant zu spielen, weil diese Stadt, es macht mir ein bisschen Angst. Ich weiß gar nicht wieso. Es ist immer eine Menge Leute da, aber die sind mucksmäuschenstill. Manchmal höre ich während der Songs auf zu spielen, weil ich wissen will, ob das Publikum noch atmet. Das ist wirklich sehr, sehr... Aber alle klatschen und so, alles ist cool. Und dann habe ich in Erlangen halt mal bei meiner Show, am Ende der Show gefragt, das Publikum, hat jemand noch einen Songwunsch? Und da ist eine betrunkene Dame aufgestanden. Es war ein bestuhltes Publikum auch. Also das bestuhlte Saal. Ihr seid dermaßen bestuhlt heute schon wieder. Ich habe das Publikum mit meiner Gitarre bestuhlt. So. Das klingt doch scheiße, ich muss hier noch umstimmen. Ach, das ist ein zweites Satz A, ne? Ja, ich bin nicht so gut mit Noten und so. Naja, mich, dann, frag nicht mich. Kannst du auch keine Noten? Nee. Hab ich doch erzählt. Als Superproduzent. Noten sind fürs Sie. Naja, und dann war ich jedenfalls in Erlangen und dann meinte so eine betrunkene Frau, ja, spiel mal deinen Song da, Der Rumäne. Und dann meinte ich, sorry, ich habe kein Lied, das Der Rumäne heißt. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich diese Frau nicht aus dem Saal kriegen werde, bis ich Der Rumäne gespielt habe. Und dann habe ich ganz schnell improvisiert. Weil ich diese Frau, die war auch sehr aggressiv und stark betrunken. Und dann habe ich ganz schnell improvisiert und habe dieses Lied geschrieben. Das ging dann so. Er kam in unsere Stadt und hatte große Pläne, der Rumäne. Und er war bewaffnet bis unter die Zähne, der Rumäne. Trafen ihn die Leute, dann sagten sie, oh nee, ne? Da kommt schon wieder der Rumäne. Oh, 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 the Romanian. Aber das wollte ich gar nicht spielen. Jetzt aber schnell, schnell, schnell. So. Okay, letzter Song. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Text und so. Und hier ist der letzte Song, geht ganz schnell. Ist ein rauschender Abtempo-Song, handelt über verlorene Nächte und dass man dann ja immer noch sagen kann, wenn man sich Scheiße benommen hat, ach, die sind alle nicht cool genug gewesen. Und der Song heißt Dann schlägt dein Herz. Nimm die Finger von dem Mädchen, verlass endlich die Bar. Draußen scheint die Sonne, die Nacht ist nicht mehr da. Du hast so viel geredet, fühlst dich etwas falsch. Das Einzige, was bleibt, läuft dir bitter durch den Hals. Und dann schlägt dein Herz, ja dann schlägt dein Herz. Selbstgespräche unter vier Augen, du die Wahrheit und der Glauben, dass es alles besser geht, wenn dein Herz noch schneller schlägt. Und dann schlägt dein Herz, ja 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 dann schlägt dein Herz, eine Melodie. Weil du dem Leben trotzt, tanzt du den Disco-Fox. Komm, stell dich in die Mitte, alte Plastiktüte. Und dann steigst du in die Bahn, wo die Menschen wieder fahren. Alle hier sind dir so fremd, obwohl dein Nachbar dich erkennt. Endlich bist du in der Wohnung, deine Beine sind so schwach. Und du sagst dir, dieses Land ist nicht für Rock'n'Roll gemacht. Dann schlägt dein Herz,